Mein Name ist Nadja Tillmanns. Ich bin Meisterin im Zweiradmechanikerhandwerk und Betriebswirtin nach Handwerksordnung. Das Handwerk ist für mich in Teilen schon körperliche Arbeit, aber im Endeffekt gehört auch beim Zweirad viel Fingerspitzengefühl dazu. Und so ist es eigentlich ein interessanter Mix aus verschiedenen Bereichen. Bei der Arbeit freue ich mich, am Ende des Tages sehen zu können, was ich erreicht habe. Einfach etwas mit den Händen geschaffen zu haben. Zusätzlich sind für mich die Kunden, wenn sie bei der Abholung zufrieden sind, natürlich eine große Motivation. Und was auch immer eine große Rolle spielt, ist eine funktionierende Werkstattausstattung, gutes Werkzeug. Also das Zweirad-Mechaniker-Handwerk ist immer noch ein sehr männerdominierter Beruf. Das hat mich tatsächlich aber nie gestört. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich dadurch in irgendeiner Form benachteiligt wurde oder hinten anstand. Dementsprechend habe ich das persönlich immer so erlebt, dass es ein tolles Miteinander war. Und von daher hat mich das gerade in der Ausbildung oder auch in meinem weiteren Berufsleben nie gestört. Also wenn ich nach einer Reparatur das Motorrad starte und höre, dass sich der Motor genauso anhört, wie er sich anhören sollte, da gibt mir das natürlich ein gutes Gefühl, weil ich merke, dass die Reparatur erfolgreich war. Ansonsten gefällt es mir, mein eigenes Ding machen zu können, die Dinge so zu tun, wie ich mir das vorstelle. Mach auch du aus deinem Leben ein Werk.